Heute ein ganz wichtiges Video zum Thema russische Aktien. Denn russische Aktien sind ja bei uns in Europa seit Wochen nicht mehr handelbar. Und jetzt droht auch noch das Aus der ganzen Anlage, weil die meisten Anleger gar nicht die russischen Aktien an sich besitzen, sondern nur eine Art Zertifikat darauf. Und diese Zertifikate werden jetzt dann eingestellt. Und es stellt sich natürlich die Frage, bedeutet das jetzt einen sicheren Totalverlust oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie man noch reagieren kann? Ich werde euch verschiedene Lösungen in diesem Video präsentieren und euch auch sagen, wie ich als Betroffener mit der Situation umgehe. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video und heute, ich hatte es ja im Intro gesagt, sprechen wir über russische Aktien. Denn russische Aktien, das ist momentan ein großes Thema. Ich habe viele Zuschriften bekommen und da auch großen Dank an euch als Community. Ich habe nicht nur Anfragen bekommen, wie man mit dem Thema jetzt umgeht, sondern ich habe auch einige gute, kreative Ideen bekommen, wie man mit der Situation oder wie man die Situation am besten für sich als Anleger gestaltet. Deswegen auch Aufruf an alle, die es noch nicht getan haben, lasst ein Abo des Kanals da, denn ich werde diese Story rund um russische Aktien weiter begleiten. Das heißt, die Amerikaner würden sagen, es ist eine Developing Story, das sind ständig neue Informationen, die hereinkommen, Lösungsmöglichkeiten, die es gibt. Also ich werde da noch ein paar Updates hier im Kanal bringen, deswegen unbedingt ein Abo da lassen und gerne auch das Video teilen für diejenigen, die ebenfalls russische Aktien haben und es nicht wissen, wie sie mit der Situation umzugehen haben. Vielleicht finden Sie ja ein paar Lösungen in diesem Video. Beginnen wir erstmal am Anfang. Und zwar russische Aktien sind ja seit Wochen vom Handel ausgesetzt als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Und dann wurden die Aktien hier bei uns, oder beziehungsweise muss ich eigentlich sagen, die Anteilsscheine bei uns oder die Zertifikate auf die russischen Aktien ausgesetzt. Manche haben das so begründet mit Anlegerschutz. Ich muss sagen, ja, es ist ja kein Anlegerschutz, wenn ich Aktien vom Handel ausschließe, die nicht mehr handelbar mache, dann kann ja der Anleger gar nicht mehr reagieren. Also vor was will ich ihn eigentlich schützen, wenn ich die Aktien illiquide mache? Also das ist total sinnlos. Das war eher eine politische Entscheidung, dass man gesagt hat, okay, diese russischen Aktien, die dürfen in Europa nicht mehr gehandelt werden. Russland seinerseits hat dann auch Gesetze erlassen und hat gesagt, okay, wir erlauben den Handel auch erstmal per se für ein paar Wochen nicht. Ich glaube, es waren, ja, ein paar Wochen ist zu viel. Ich glaube, es waren 10 Tage, wo die russische Börse geschlossen wurde. Einfach damit die sich abkühlen kann, damit die Gemüter sich abkühlen können. Und dann wurde die russische Börse wieder eröffnet. Allerdings auch mit der Einschränkung, dass Ausländer Aktien nicht mehr verkaufen dürfen. Also auch da wollte man vorgreifen, dass hier nicht eine Panikreaktion entsteht und russische Aktien verkauft werden können. Aber auch, und das wird jetzt später im Verlauf des Videos noch interessant, bei den Ausländern handelt es sich um Ausländern aus unfreundlichen Staaten. Verlinke ich euch mal unten eine Liste von Wikipedia, dann könnt ihr nachschauen, wer davon betroffen ist. Es gibt nämlich auch Länder, die Russland nicht sanktionieren, sogar Handel damit weiterhin treiben. Die sind zum Beispiel nicht von diesem Verbot betroffen. Ja, und jetzt gibt es nämlich eine neue Entwicklung noch in Russland und zwar alle, die russische Aktien haben, hier in der EU, auch USA, die meisten werden wahrscheinlich nicht die russische Aktie an sich besitzen, weil man dafür ein Konto in Russland benötigt, um russische Aktien handeln zu dürfen. Das haben die wenigsten, auch ich nicht, und deswegen wurden sogenannte ADRs begeben. Das heißt American Depositary Receipt. Und das könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Zertifikat auf die Aktie. Dieses Zertifikat entwickelt sich 1:1 mit dem Kurs der jeweiligen russischen Aktien. Und ihr bekommt sogar auch die Dividende fast zu 100%. Einen kleinen Teil schneidet sich der Emittent dieser Anteilsscheine oder dieser Zertifikate heraus für seine Unkosten. Und in der Regel sind das einfach Banken, die in Russland ein Konto eröffnen oder sogar ein Depot haben, kaufen dann große Mengen von russischen Aktien und begeben darauf dann diese Zertifikate, die dann wieder in Europa oder den USA handelbar sind. Und diese ADRs, die werden jetzt abgeschafft. Das heißt, Russland hat ein neues Gesetz an den Start gebracht, welches den russischen Unternehmen verbietet, an diesen ADR-Programmen weiterhin teilzunehmen. Und deswegen werden diese ADRs im Ausland jetzt abgeschafft. Bedeutet, jeder, der ADRs hat auf russische Aktien, muss handeln, weil ansonsten verfallen diese ADRs komplett wertlos und sind dann 0 Euro oder 0 Dollar wert. Jetzt haben natürlich die russischen Unternehmen darauf reagiert und haben gesagt, okay, wenn wir dieses ADR-Programm einstellen, müssen wir denjenigen, die ADRs haben, eine Art Abfindung geben oder ein Angebot machen,
das für die interessant ist. Und da wird es wirklich spannend. Ich nehme jetzt mal Gazprom als Beispiel, weil ich die Gazprom-Aktie bei mir im Depot habe, so etwa mit 1% gewichtet oder 1,5%. Also das wäre jetzt nicht der größte Verlust für mich, aber natürlich ist es wichtig, bei sowas zu reagieren. Und ich habe jetzt ein Angebot bekommen, dass ich die ADRs im Verhältnis von 1:2 in Gazprom-Aktien tauschen darf. Also würde damit sogar trotz der Kursverluste einen guten Schnitt machen, weil ich 2 Aktien bekomme. Es gibt Umtauschangebote auch bei anderen Aktien. Sberbank müsste 1:4 oder 1:10 sein. Also ihr seht, man bekommt eine Menge russischer Aktien für seine ADRs. Problem natürlich, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, sind die Sanktionen. Das heißt, die Broker wollen, große Teile der Broker wollen da nicht wirklich mitmachen, wollen nicht teilnehmen. Und dann ist auch das Problem, wie bekommt man die russischen Aktien? Braucht man da jetzt ein Depot in Russland? Und da gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Zum einen, und das wurde mir auch aus der Community genannt, dass es wohl funktioniert, das hat jemand schon durchexerziert, könnte man, wenn jetzt euer Broker einfach so die Methode Vogelstrauß macht, den Kopf in den Sand steckt, dann könntet ihr natürlich, wenn der nicht reagiert, die Aktien aus eurem Depot transferieren in ein anderes. Und da hat mir jemand gesagt, dass er das zum Beispiel zu seinen Verwandten in Russland transferiert hat, die ADRs, dass die teilnehmen können an diesen Umtauschprogrammen. Also wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt oder jemand kennt oder auch vielleicht jemand kennt in einem Land, was Russland freundlich gestimmt ist, es gibt ja die unfreundlichen Staaten und die freundlichen Staaten, auch darüber wäre es wohl theoretisch möglich, dass man dann die ADRs tauschen kann. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr ein Konto in Moskau eröffnet. Ich weiß, das wird jetzt für die meisten wahrscheinlich keine Lösung sein, aber auch da wurde mir aus der Community genannt von Leuten, die viel unterwegs sind, auch geschäftlich in Russland unterwegs sind, dass man dort, wenn man selbst vorstellig wird, ganz problemlos ein Konto eröffnen kann, kann dann seine ADRs dahin transferieren und auch an diesen Umtauschprogrammen teilnehmen. Eine weitere Lösung ist, dass ihr die Gazprom Bank in Luxemburg mal kontaktiert. Ich verlinke euch unten mal die Kontaktseite. Über die könnt ihr auch ein Konto öffnen, wurde mir auch genannt, dass es geht. Die reagieren nicht immer, aber bleibt da mal hartnäckig und sprecht mit denen, dass ihr dort einfach ein Konto öffnet. Dann könnt ihr ebenfalls eure ADRs an ein Konto bei der Gazprom Bank transferieren. Das nennt sich Typ C Konto, ist ein spezielles Verrechnungskonto und könnt dann über die Gazprom Bank in Luxemburg ebenfalls daran teilnehmen, an diesen Umtauschprogrammen. Allerdings müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr, ja, dass sie euch die richtigen Formulare geben. Deswegen, wenn ihr das macht, gerne auch mal unten einen Kommentar dalassen, ob das so funktioniert, weil ich werde natürlich all die Informationen, die ihr mir zutragt, ihr seid da meine Augen und Ohren natürlich, in weiteren Folgevideos verarbeiten und euch auf dem Laufenden halten. Und jetzt gibt es noch eine weitere Methode, die funktioniert allerdings nur, wenn euer Broker, ja, sagen wir mal, wenn der sich bewegt. Und da habe ich auch viele Zuschriften bekommen, dass ganz viele Broker einfach gar nichts machen, nicht reagieren. Und ich muss sagen, ja, das ist, man kann natürlich als Finanzunternehmen, und ich habe selbst eins und die Regulierungen sind streng, schnell in die Bedrängnis kommen, dass man irgendwie die Sanktionen übertritt. Aber ich muss sagen, dafür gibt es auch Anwälte, das muss man halt dann einfach prüfen lassen, weil es ist viel, viel Geld hier im Spiel. Also ich habe auch Zuschriften von Leuten bekommen, die hier Hunderttausende Euro in russischen Aktien investiert haben. Und wenn das natürlich auf Null fällt, das ist ein heftiger Rückschlag. Also deswegen kann ich es auch nicht verstehen, wenn da wirklich Unternehmen sich komplett totstellen und versuchen so, ich wollte fast schon sagen Methode Angela Merkel, so die Sache einfach auszusitzen und zu sagen, naja, wird sich schon irgendwie auflösen. Denn auf russischer Seite, was ich da auch von Gesprächen höre, ist man schon bestrebt, diese Problematik zu lösen. Also die russischen Banken haben oder die russischen Unternehmen machen Umtauschangebote, geben viele Aktien dazu. Die russischen Banken helfen auch teilweise westlichen Anlegern, diese Umtauschangebote wahrzunehmen. Aber hier in Europa stellt man sich tot. So, und da ist eine Lösung, wenn euer Broker also nicht reagiert, dass ihr zum Beispiel zu einem Broker geht, der reagiert und versucht zumindest an die russischen Aktien zu kommen. In meinem Fall ist es Trade Republic. Trade Republic hat mir also ein Umtauschangebot gemacht. Die haben eine sogenannte Weisung in mein Postfach reingelegt und da kann ich jetzt für meine Gazprom-Aktien also 2 Optionen wählen. Die eine Option ist, ich warte einfach ab, was damit passiert. Vielleicht kriege ich noch einen kleinen Rückzahlungsbetrag, vielleicht auch nicht. Ist jetzt nicht wirklich eine Option. Die zweite Option ist, ich kann eine Weisung an Trade Republic geben, dass meine russischen Aktien, die aktuell bei Clearstream in Frankfurt lagern, in die USA zu Clearstream USA verlagert werden, um dann von den USA zur Citibank Moskau zu wandern und dort in meinem Namen verwahrt werden. Das heißt, ich nehme dadurch an diesem Umtauschprogramm teil. Werde ich euch auch gerne in Folgevideos noch berichten, ob das so funktioniert. Aktuell ist die Frist für dieses Umtauschangebot, und das ist auch wichtig, wenn ihr russische Aktien habt, schaut da mal unbedingt in euer Postfach.
das sind gewisse Fristen einzuhalten. Bei Gazprom ist es jetzt noch fast ein Jahr, bei der Sberbank war es zum Beispiel deutlich kürzer. Also schaut da rein, wie ihr reagieren müsst, und in jedem Fall habe ich diese Weisung jetzt erteilt. Das ist ein Formular, das füllt ihr aus mit Namen, Daten, Kontonummer etc. Dann gibt es ein zweites Formular, das müsst ihr unterschreiben. Das ist eine Art Risikoaufklärung, dass ihr über die, ja, über Investments in Russland aufgeklärt wurde, dass es sehr riskant sein soll. Ja, ich meine, was ist riskanter als eine illiquide Aktie zu haben, aber ist halt reine Compliance, die hier eingehalten werden muss. Die ganze Sache, sage ich mal, dauert mit Ausdrucken vielleicht 10 Minuten, dann scannt ihr das wieder ein, schickt es an Trade Republic und dann bedanken die sich bei euch und kümmern sich darum, dass also die Aktien verlagert werden. Warum muss es verlagert werden? Weil Clearstream Frankfurt oder die EU, sage ich mal besser, von den Sanktionen sehr, oder die Sanktionen natürlich selbst verhängt hat. Das heißt, die Europäer tauschen nicht die Aktien, soweit mir bekannt, in Russland ein, sondern es muss erst, und das ist ja eigentlich das Paradoxe, in die USA gehen, eure Aktien, um dann wieder nach Russland zu wandern, zur Citibank. Das ist also so die Methode, die Trade Republic momentan gewählt hat. Es gibt andere wenige Broker, die sich da ebenfalls anschließen und kooperativ sind, aber es gibt viele Broker, die leider halt einfach gar nichts machen. Deswegen, wenn ihr die anderen Methoden für nicht, ja, durchführbar für euch haltet, also Konto in Moskau eröffnen oder wenn ihr nicht bei der Gazprom-Bank ein Konto haben wollt oder wenn ihr die Aktien nicht verschenken wollt an irgendjemanden, dann könnt ihr überlegen, ob ihr zu einem der Broker, wie gesagt bei Trade Republic, ich habe es durchexerziert, da weiß ich, dass es funktioniert, ob ihr da einfach ein Depot eröffnet oder die russischen Aktien hintransferiert und dann dort versucht, über diese Weisungen an die entsprechenden russischen Anteilsscheine kommt. Das wird allerdings, wenn es auch diese Weisung durchgeht, erstmal nichts an der Situation ändern. Das heißt, die Aktien werden, da hatte ich mit dem Trade Republic Support auch Kontakt, ins Depot eingebucht. Ihr habt also weiterhin die Aktien, die Originalaktien und nicht die Anteilsscheine oder Zertifikate darauf. Handeln könnt ihr die, so wie es aussieht, nach wie vor nicht. Und ob die Dividenden dann in Russland gelagert werden, später an euch ausbezahlt werden oder wie das läuft, das ist auch noch nicht alles durch. Also auch deswegen unbedingt ein Abo da lassen, weil ich euch bei neuen Informationen sofort hier die präsentieren werde und ich halte euch auf dem Laufenden. Aber es ist erstmal wichtig, dass man reagiert und versucht, diesen Totalverlust durch Verfall dieser Zertifikate erstmal zu umschiffen und einen Schritt weiter zu gehen und zumindest zu versuchen, an die russischen Originalaktien zu kommen. Ja, dann war es jetzt für dieses Video. Wenn ihr weitere Infos habt oder weitere Videos zu der Thematik kennt, unten bitte unbedingt einen Kommentar da lassen. Ich sammle die ganzen Informationen, ich werte die aus, ich recherchiere die auch. Und wenn ich wieder ein wichtiges Update dazu habe, lasse ich es euch natürlich wissen. Deswegen lasst ein Abo da. Und dann darf ich mich jetzt zum Ende bei euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr seht mich wieder im nächsten Video. Bis dann.